Also beim nächsten Plätzchen, wo es Schatten gibt. Bin gespannt, wann das kommt. Brauche ich was zu trinken? Hau mal eine Packung Pistazien rein. Oh ja. Yeah. Auch schon wieder so eine Spurrille gewesen. Aber der Stollenreifen hat sich schön hochgegraben. Big tires. 120 on the front, I have 130 on the back. Perfect, so have a safe ride. I definitely won't overtake you, so don't take care. Okay, yeah, then I go. Sure. Alex, I just met a Russian guy. Having amazing dreadlocks. Ah, seht ihr, ich spreche noch Englisch. Gerade einen russischen Kerl kennengelernt, Alex. Echt geile Dreadlocks, wenn er in seinen Helm kommt und die Dreadlocks hängen raus. Genial. Ich wollte eigentlich noch ein Video machen. Da oben im Schatten bin ich gesessen. Er hat sich zu mir gesetzt, hat heute schon einen Platten gehabt, hat 1,5 Stunden gefixt. Und ja, hat einen schlechten Tag. Also macht das jetzt ganz gemütlich. Ich mache auch weiter. Adios!
Der wunderbare Schatten. Ich habe die Abzweigung verpasst. Ist ein guter Moment, was zu trinken, die Kopfhörer wieder reinzustecken. War aber richtig geil und hab's genossen. Oh je, hab den Track auch gar nicht so wenig verpasst, aber ich sehe gerade hier nur noch 100 Kilometer. Vielleicht wird es doch noch was. Wieder voll am Start. 100 Kilometer gibt neue Energie. Dann leg ich mal weiter los. Bis gleich. So, oder? Das muss schnell gehen. Ich kann hier nicht vorbei ohne Drohnenaufnahme. Die ist doch umwerfend. Aber ich habe keinen Bock auf eine Drohnenaufnahme. Also müssen wir uns Speedy Gonzales mäßig beeilen und alles richtig machen. Fast läuft. Deshalb, wenn ich nicht mal den Helm abnehme, dann heißt es, ich habe es eilig. Weil ich genieße es hier immer riesig. Den Helm abzunehmen. Genau, war bestimmt auch das, was mich gestern geritten hat. Und das Höhenprofil von heute hat ja zumindest ziemlich entspannt ausgeschaut. Bisschen durch die Ebene. Wäre toll, wenn es gemütlich angepasst wäre an die Etappe von gestern. Und ein Foto muss ich aber trotzdem auch noch machen. Weil das ist doch abartig geil hier. Und ja, Baby, genau dich meine ich. Du bist wirklich gemacht für dieses Abenteuer. Visuell und mit dem, was darunter steckt. Und danke dir, Dampfhammer. Auf geht's.
Und gerade vor mir, das waren die beiden, das Pärchen von vorgestern, das ich gesehen habe, wo wir gemeinsam gefahren sind, genau. Bei den Windrädern und dann den Track gefinisht haben. Ja, voll geil, dass ich noch jemanden gefunden habe. Mich riesig gefreut. Da ist aber Akku leer geworden, bin stehen geblieben. Trink jetzt auch was, 15 Uhr. Ah, das war voll nett. Elisa ist jetzt vorbeigekommen und hat extra gefragt, ob alles in Ordnung ist, weil ich hinten weg war. Und ob sie sich eh nicht verschaut hat, dass ich das war. Und ja, cool. Passt, 60 Kilometer ab hier. Ich gebe Gas, bin voll gute Dinge. Fahren wir mal weiter. Klassisch, alle Wege führen nach Rom. Up.
Schau mal. So. Thank you.
Virginia. Bye. Das war nett. Ich habe gerade mit dem Herrn mich mit Hand und Füß ein bisschen verständigt. Ja. Das war übrigens ein leckerer Snack. Einmal Erdnüsse, einmal Red Bull. Good night.